So, Reverse links, stehen 5 Leute und die Mohawks rechts, auch zu 5. Spiel kann starten. Ah, dafür sind noch zu wenig Refs auf dem Feld, würde ich sagen. Sumo hat sich schon sein Regencape angezogen. Ja. Es fängt wieder an zu regnen. Die Mohawks sagen, sie sind hier, um zu gewinnen. Das war eine Kampfansage, würde ich sagen. Definitiv. Dann wollen wir mal sehen, ob es auch klappt. Acht standen sie vor diesem Spieltag. Und Reverse Berlin auf Platz 12. Zum Glück sind das keine Coaches, sonst könnten sie jetzt nicht mehr reden. 10 Seconds! Dann schauen wir mal. Reverse spielt mit einem Zender. Go! Mohawks mit 2 Zender. Mohawks 5 alive. G1. Skippy ist raus. Mohawks alle alive. 4 gegen 5. Reverse sind Meier 1, Meier 2, Center und das Mini-M. Mohawks verlässt auch jemand den Platz. 4 gegen 4. Mohawks in Tippy 1. Center, Snake 2. Maya 2 und Snake 2. Snake 2 hat sich hier vorne hergeschmuggelt und spielt Cross auf Tippy 1 von Reverse. Zweite raus von den Mohawks. Und der dritte von den Mohawks muss runter. Und der dritte. Nur noch das Maya 2 und Snake 2. Gegen 4 Leute auf Reverse-Seite. Und nur noch eine. Oh, alle raus. Da gab es noch eine Penalty. Noch ein 1-for-1 ganz zum Schluss. Reverse muss nur noch durchlaufen. Schöner Punkt. So, was haben wir jetzt noch? Jetzt haben wir Enrage. Enrage gegen King Size. Genau. Enrage hat mich ja so ein bisschen überrascht dieses Jahr. Auf Platz 1 im Moment, ne? Ja, und die sind, ich glaube, aufgestiegen. Aus der Verbandsliga sind die, glaube ich, rausgekommen. Die haben in Düsseldorf aber auch starke Teams, gegen die sie trainieren können. Mhm. Ja, 30! Viel Training haben die gemacht, habe ich gehört. Irgendwie zweimal die Woche oder was? Ist das dein Kaffee? Nee. Jetzt hat er seinen Kaffee hier. Die ganze Zeit quengelt er nach Kaffee und jetzt steht er hier rum und wird kalt. Ja, das ist. Hubi, hubi, hub. Ich habe Wasser. Gut. 10 Seconds! Alter. King Size 1 Center, Enrage 1 Center. Go! Enrage ist alive angekommen. Snake 1, Tippy 1 ist raus. G1 auf Enrage Seite. Auch G1 auf King Size Seite. Snake 1, Mini M, Center, Maya 1. Gegen Tippy Corner 3, Maya 2 und Snake 1. Snake 1 ist raus. G2 auf King Size Seite. G2 auf Enrage Seite. 3 gegen 3. Tippikone, Center und zweites Maya von Kingside gegen Mini-M, Center und zweites Maya auf Enrage Seite. Beide bleiben in ihren Deckungen und warten, dass sie den nächsten Treffer bekommen. So, jetzt fängt es aber an mit dem Regen. Ja. Selbe Deckung immer noch. Wir schießen zwei Guns auf King Size Tippy.
Tippi 2, Maya 2. Jetzt schießen zweimal auf die Krone. Center dürfte gar keine schießen, aber Center bleibt in seiner Deckposition. Tippi 1 von Enrage. Und die Zeit läuft. Und Tippi 1 von Enrage ist raus. Oh, da ist raus. Die Snake ist raus. Kingsize noch mit drei Spielern. Enrage ist auf Tippi 1 und im Center. Und Kingsize ist Dorito 2. Snake 1. Snake 1 und Center. Tippi 1 gegen Tippi 2 duellieren sich da etwas. Snake 50. Center wartet auf ihn. Ist raus. Tippi 2 und das Tippi Corner von Kingsize jetzt. Oh, ist raus. Kingsize nur noch Tippi 2. Out. Oh, one on one, one on one. Oh. Na, so wie es aussieht, sind beide letzten Spieler out. Nee, nein, Kingsize wurde sauber gewischt. Clean. Drückt den Buzzer. Und das ist Punkt für. Ich denke mal Kingsize. Sieht so aus, ja. Jo. Jo, er ist clean. Punkt für Kingsize. Ein sehr langer Punkt. Ja. Ja. 30! Soll ich dir was rein? Nee, es tropft da runter. Achso. So, 10, die Mohawks von rechts, Rebirth von links. Ja. Morgen, Dean. Go! Mohawks Rebirth mit Doppel-Center. Sind alle leicht angekommen. Die Mohawks auch. Mohawks ja. Oh, Mohawks G1. G1 bei den Mohawks. Doritos ist out. Snake 1 schon. Rebirth noch komplett alive. Morg sein Snake 1 ballert auf Tippi 1 von Rebirth. Oh, Rebirth auch in Snake 1, alive. Aber die Mohawks sind in der Snake Corner und im Snake 1. Bei den Mohawks. Aber die Mohawks gehen vom Platz. Da sind nur noch zwei Leute. Ein G3, ein G4. Nur noch das Center auf Mohawks Seite. Gegen fünf Leute von Rebirth. Und Game. Das muss nur noch buzzern. Sein. 2-0 für Rebirth. Da oben. Man spritzt hier so rein, ne, dass es sogar wieder rausspritzt schon. Ja. Enrage startet zu 4, so wie es ausschaut. 10 seconds! 10. Kingsize 1 Center, Enrage zu 4. Auch mit einem Kingsize über der Tippi-Seite. Mini-F, Center, Maya, Maya auf Enrage-Seite. Oh, Penalty! 1-for-1 für Kingsize.
Die Tippi-Seite ist komplett frei. Was haben wir denn noch? Und noch ein Penalty. Noch ein Penalty. Da dürfte, glaube ich, gar keiner mehr sein. Da dürfte keiner mehr sein. Nein, das sieht so aus. Alter Schwede. Short gestartet und gleich mal zwei Penalties durchgekriegt. Ist doch alles gut, Jungs, da ist doch gar keine mehr. Ja, das ist noch nicht so ganz angekommen. Ballern sie noch gegenseitig raus. Ja. Bing. Er hat mir geschrieben. Der Clean Punkt für Enrage. Guck mal hier, Hübi kriegt hier was zu essen und der kasselt schon gleich rum. So, es hört sich an, als wenn der Regen stärker wird. Ja. Ärgerlicherweise. So, Rebirth führt 2-0 gegen die Mohawks. Die Mohawks gehen aber sehr geschlossen aufs Spielfeld. Ist angesagt. Morgen ein Kamikaze-Flieger dabei. Mit der japanischen Flagge auferstehen. Das ist dann der, der jetzt gleich durchs M durchläuft? Oder? Wird man jetzt sehen. 10 Seconds! 10. Und 2 Center bei den Mohawks. Go! Lieber auf einer. Geladen von den Mohawks und alive. Dafür ist das Tippi 1 abgeflogen. Das heißt, die Mohawks haben einen Two-Horn. Ah, da wurde ein Rebirth noch 5 alive. Die Matze von der Deckung wurde weggewischt bei den Mohawks. In der Snake. Die Mohawks haben aufgemacht. In die Snake Corner, in Snake 2. Die Morgs sind aber nur noch zu dritt. Snake 1, Snake 2, oh, Rebirth zu viert. Snake 1 und Center. G3, Rebirth im Maya 2, im Center, im Dorito 2 und in der Dorito Corner. Der Regen wird deutlich stärker. Wer denn dieses Wetter bestellt? Wir nicht, definitiv nicht. So, ein 2 gegen 4. Der Kamikaze-Pilot ist noch hinten in der, im Center. Reverse in Tippi 3. Oh, der Center ist raus, Center. Nur noch einer. Jetzt wird's haarig. Die wissen, wo er ist, die kommen. Und Game! Rebirth 3-0. Wir hatten vorhin die Zuschauertribüne voll, aber jetzt haben sich die ganzen Teams zurück, weil sie nicht nass werden wollen, glaube ich. Verständlich. Oh, hocken sie alle in ihren Pavillon. Ja, die ganzen Pavillon. 10 Seconds! 10 angesagt. Enrage startet wieder zu 5 und Kingside startet auch zu 5. Go! Beidseitig ein Center, Enrage ist safe angekommen und King Size hat 2 Leute verloren. G2 auf King Size Seite. 5 alive auf Enrage. Hat das Mini M, das Center, Mini M, Dorito 1. Bei Enrage ist es Tippi 2 gerade geworden, das Mini M, Center und die beiden Mayas. Mini M geht jetzt in Dorito 1, Dorito 1 belegt, Dorito 2 belegt. Dorito
Nintendo 1 bei Kingsize. Enrage macht jetzt Druck auf der Snake-Seite, Snake 1. Snake 1 bei Enrage. Enrage immer noch mit 5 Leuten auf dem Feld. Oh, Dorito 1 ist raus. Kingsize nur noch zu 2. G3 auf Kingsize-Seite. Das Center und das zweite Maya. Enrage läuft durch, Dorito 50, Dorito 3. Enrage im Tippi Snake 2. Und Tippi 3. Tippi der Center 3, geht jetzt durch zum M. Enrage macht richtig Druck. Mini Medusa. Jetzt ist nur noch das Center da. G4 noch. Game. G5 Game. Punkt für Enrage. So, die Mohawks jetzt links. Die Mohawks liegen 3-0 zurück. Überspielt spielt heute einen guten Ball. Ten seconds! Rebirth. Center bei den Mohawks. Go! Rebirth mit einem Center. Five Alive auf Rebirth-Seite. G1 auf dem Mohawk. Tippy Corner out. Snake Player auf der Rebirth-Seite out. Die Mohawks machen ordentlich Druck. Giant Medusa belegt. Snake 1. Gar nicht, dass sie raus ist. Rebirth hat besetzt. Dorito 1, Dorito Cover, das Center und das zweite Maya. Oh, G2 auf Mohawk Seite, G3 auf Mohawk Seite. Dorito Cover und das Center gegen 4 Leute von den Mohawks. Mohawks ballern aber noch aufs Maya, obwohl das gar nicht mehr besetzt ist. Nur noch die Tippy Corner. Nur noch die Tippy Corner und. Er wird überlaufen und. Oh, da hat er aber auch nicht abgekriegt. Sind noch mit 4 Leuten geladen und haben den Punkt geholt. Das war der erste Punkt. 30! Rage kommt aufs Spielfeld. Und. Auch King Size ist dort. Morgen, Michael. 10 seconds! 10. Ein Center, Enrage. 2 Center, Kings. Go! Ja, das lese ich hier gerade. Christian Krosch. Der kommt auch hier aus Burg. Der kann auch gerne mal herkommen. G1 auf Enrage-Seite. Und. Snake 1 besetzt bei Enrage. Kingsize hat Tippy 1, Mini M, Center, Maya 1 und Snake Corner.
Red Shady Deckung. Snake 1, Mayan 2, G1. G1 auf Kingsize Seite. Und Snake 1 auf Kingsize Seite. Snake 1, Maya 2, Sender und Torito 1. Auf Kingsize Seite gegen Mini M, Sender, Maya 2 und Snake 1 auf Enrich Seite. Enrich führt 2-1 zurzeit. Der Dorito Player bei Kingsize ist out. Kingsize hat ein G2. Da wird Enrage gecheckt, der Center. Aber ist clean. Enrage geht jetzt Dorito 2. Oh, Dorito 2 von Enrage besetzt. Snake 1 von Enrage besetzt. Oh, da geht der nächste, da geht der Center. Bei Kingsize. Noch die Snake 1 und das Maya 2. Im Hack, oder? Ja, der hat gekriegt. Der wartet jetzt nur noch auf den Ref. Ja, Enrage ist Dorito 2, Center Snake 1. Dorito 4 von Enrage. Snake 1 und das Center. Oh, jetzt ist der Kingsize-Spieler nur alleine. Kingsize-Spieler ist alleine und run through! Da holen sie ihn raus. Punkt für Enrage. 3-1 für Enrage. Towel? Towel Kingsize. Towel Kingsize. Von wie das? 3 Minuten. 3 Minuten. 3 Minuten! So, Mohawks gegen Kingsize? Nein, gegen Rebirth. Gegen Rebirth, alles klar. 3-1 für Rebirth, du tropfst die vorne voll. Ich tropf die. Also, irgendwie müssen wir uns da gleich mal was überlegen. Das ist ja Wassereinbruch hier. So viele Kaffeetassen haben wir gar nicht hier, ne? Du willst jetzt den Eimer hier hinstellen. 10 Seconds! Ja. So, Rebirth. Zu da dritt. Starten ganz schön wenig. Go! 3 Leute von Rebirth gegen 5 Mohawks. Leute von den Mohawks. 5 Alive auf dem Mohawks Seite. Doppelcenter. Dorito 1. Doppelcenter wird jetzt aufgemacht. Oh, Horner ist besetzt. Mohawks immer noch zu 5. So gesagt, auf Rebirth-Seite. Gegen 1, 2, 3, 4, 5 Spieler auf dem Mohawk-Seite. Mohawks jetzt Snake 1, Dorito 1, Dorito Center Corner. Und Mini M. Center. Bei Rebirth. Oh, nur noch das Mini M. Rebirth, G4. Und Snake kommt. Snake 2 geht. Achtet nur auf die Snake-Seite, hat Treffer. Dorito-Seite läuft jetzt durch und das war's. Towel. Towel! Towel Rebirth! Punkt Mohawks. Ja. Ja. 3-2. Machen wir es nochmal spannend? Ja. Haben wir da noch an Zeit? 2 Minuten 4. Oh Mann, eine Minute war der Punkt gerade. Da geht noch was, da könnte was passieren. Ja. 30! So, die Jungs in der Pitbox machen sich schon wieder fertig. Ja, alles klar. Ja, die schnauben erstmal durch. Ja. Die Mohawks. Die gerade diesen Punkt geholt haben. Das reicht doch wieder mit Netz. 10 Seconds! So viel Netz ist gar nicht gut. So, jeder Seite 1 Center. Tippy Runner bei Kingsize. So, Kingsize, 5 Alive, alle sind sehr angekommen. Enrage auch. Alle angekommen. Enrage
Tippi 1, Mini M, Center und die beiden Mayas. Kingside hat verschoben auf Tippi 1, dadurch Tippi 1, 3. Snake 1 besetzt. Maya 1 und die Tippi Corner. 5 gegen 5, alle live. Bewegt sich jetzt nach oben. 60 Sekunden! 60. 60 Sekunden Spielzeit. Kingside muss jetzt mal einen Gang hochfahren. Liegen 3-1 zurück und nur noch 60 Sekunden. Ist schwer zu schaffen, aber möglich ist ja nichts. G1 für Kingside. G1 bei Enrage. Ja, aber er hat ihn am Bein getroffen. Enrage ist der zweite. Enrage hat noch das Mini-M, das Center und Snake Eyes. King Size, Dorito 2, oh, Dorito 1, Snake 2. Arm, arm. Die Snake wurde gerade rausgeholt. So noch das Center. Ein Punkt. Enrage hat das Spiel 3-1 gewonnen. 3-1 gewonnen für Enrage. Hast du auf der Nacht mitbekommen, was da los war in der Burger Straße? 30! 3-2 Rebirth. 2 Minuten 4. Wie viel haben die Mohawks noch Spielzeit? 2 Minuten, ne? Ja. 10 Seconds! 10! Go! Mohawks wieder mit dreifach. Und er löst auf in die beiden Mayas. 2 Center, die beiden Mayas und Tippi 1. Rebirth spielt Tippi 1. Und die beiden Mayas. Die beiden Seiten alle alive. Mohawks in Dorito 2. Mohawks jetzt Dorito 2, Dorito 1. Eine Minute Spielzeit. Und die Mohawks müssten ein bisschen Attacke machen. Da geht das auch schon los. Der eine Player geht in Giant Medusa. Snake 1 wird besetzt. Die Mohawks jetzt Dorito 2 verloren. Enrage auch ein verloren. 4-4. Die Mohawks gehen jetzt durch. 2 Spieler im großen M. Oh. Wollte das Spiel schnell machen, aber. Mohawks jetzt noch einer out. 2 Mohawks noch auf dem Feld. Reverse Tippi 2, Mini M, Sender und Maya. Oh, da wird der Snake Player auch rausgehauen. Und das war's. Alle Mohawks vom Feld. Schaffen sie es noch zu buzzern? Jo. 4 Sekunden Restspielzeit. Punkt für Rebirth. Oder? Punkt für Rebirth. 4-2. Game over. Rebirth.
gleich wieder da. Ich werde jetzt ja eher mal Pause. Jo, alles klar. Nächster Block, Fahrzeug Dresden gegen Bad Fingers Berlin. Danach Fördegeier Kiel, Trail Army Flensburg. Wir stehen immer noch voll im Kamera. Was ist denn das? Da ist die Kamera. Also bitte nicht im Weg stehen. Danke. Das sehe ich ja hier drin. Komm mal, das ist ein Feuer. Nein, nein, nein. Hallo. Leute, mal ganz kurz. Ich bin schon auf dem Rücken, aber auf die Fälle hat die Hüfte natürlich ziemlich Spaß. So, das Cleaning-Team macht jetzt noch mal schnell sauber in den paar Minuten. Die letzten Pötter werden vom Feld gesammelt. Ja, der Regen hat wieder ein wenig nachgelassen, aber er ist eigentlich immer noch zu stark. Die Sonne lässt weiterhin auf sich warten. Immer noch zu leise? Na, wenn er hier sitzt, hört man ihn kaum. Er muss näher ran. Dich okay. Höre ich total klar, ihn höre ich aber ganz minimal bloß. Deswegen. Alles klar. 4 Sekunden noch. Ja. Wichtig ist, wenn die Zeit so knapp wird, dass du siehst, ob der Schatten ist. Ich gucke hier, weil wenn er wassert, blinkt, dann gehe ich direkt auf den Kopf. Okay. Dann reicht mir auch nicht, wenn er am Haus von abgeht. Entschuldigung, was er ja. Dann ich versuche halt immer entweder stehen oder anderthalb Schläger. In dem Wasser, guck zu dir. Und wenn er halt sieht, der ist zwei Schritte.